Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Schon wieder ein Ladebildschirm, das wird jetzt Standard. In der letzten Folge haben wir diesen Elektroshop hier untersucht, wo wir von Robotern angegriffen worden sind. Und ja, dann habe ich wieder was Schönes entdeckt hier. Boah, wo war er nochmal? Wir sind hier auf der Tucker Memorial Bridge, Bauschicker Baubau. Und auch da hinten ist ja eine Brücke, super. Oder ist das da? Okay, vergesst mal einfach, dass wir in der letzten Folge Supermutanten gesehen haben. Die sind böse. Nein, die wollen wir nicht. Nee, 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 nee. Und mich interessiert mal, was so ein Kleeblatt-Dingen ist. Au! Pfui! Du musst mich mit grünem Zeug hier einschleimen, kann ich auch mit meinem Schwert. Der hat mich jetzt kaputt, ne? Okay, mach den fertig. Also, mach den fertig, den schaffst du doch. Oh nein, ich mach den fertig. Ich mach den fertig. Ich auch. Und irgendwas anderes. So, wo ist da? Da ist die Kleeblatt Factory. Und da ist wieder ein Betty Bird von der Bruderschaft. Wollen wir mal sehen, wo der dieses Mal gegenfliegt? Weil die sind da so gut im Fliegen. Naja, ach, ich dachte, ich kann auf die Autobahn laufen. Mann. Kann ich überhaupt darauf ziehen? Wenn man VTS gemacht, ging nicht. Jetzt habe ich das aus den Augen verloren. Meine Güte, sind die gut. Gut, meine ich schlecht. Soll ich immer zu so einem Kleeblatt Dingen gehen? Factory. Warum sage ich immer Factory? Wahrscheinlich gar nicht eine Fabrik oder so. Will mal einfach wissen, was das ist. Habe ich irgendwie in einem anderen Gebiet auch was? Was? Gefunden. Der fliegt schon wieder sehr tief da hinten. Ich kriege Erfahrungspunkte. Geil. Ja, mach ruhig weiter. So. Pff, ey. So, da mal ein Boot. Hier ist ein Lager. Irish Pride Werft. Okay. Eine Schiffs Hafen. Meine Güte. Geht. So. Wieder ein paar Sachen eingelagert. Hab natürlich immer noch 200. Weiß nicht, warum meine Sachen so schwer sind. Die waren vor ein paar Parts nicht so schwer. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde Kate, es wie oft soll wegwerfen. ich dir halt eigentlich noch sagen? Das sind Schätze und hier ist eine Power. Rüstungsstation. Hoffentlich ist ja auch eine Power-Rüstung. Oh, oh Gott. Jetzt fliegt er. Hier geblieben. Ah, Sack. Klitscht er sich da durch, ey. Ja, das Ding bringt irgendwie nicht mehr so. Halt still, Mann! Boah, bitte lass sie ja nicht Standard rumlaufen. Hier geblieben. Ich folge dir nicht. Du lockst mich irgendwie in dein Nest oder so bestimmt. Irgendwie ein legendäres Viech oder so auf mich wartet. Boah, bin ich weit gesprungen. Ach, da ist hier ein Glückswerf. Ah, gut gemacht, Kate. Ah!
Den ganzen Weg hier rumlaufen wieder. So. Ja, schon mal geil, dass diese Viecher hier rumlaufen, fliegen, stechen, was weiß ich. Da kann man sogar rein. Irish Pride werfen, da sind noch mehr von den Viechern wahrscheinlich. Oh Gott, das hat mich jetzt ein bisschen verstört. Das sah jetzt ekelhaft aus. Oh. Oh Gott, nein, geh weg. Nicht anfassen, Mann. Nein, auf damit. Also auf damit. Okay, mach mal fertig. Wirst nicht, ne? Ha. Ein Spaß hier. Meine Schrotflintenmunition reicht jetzt nicht so. Ich habe noch eine Alternative gegen so welche Viecher. Ja, den werde ich sofort von benutzen, wenn ja ganz viele von diesen Viechern rumlaufen. Sind Insekten, die werden wohl gegen Feuer anfällig sein irgendwie. Wir sind der eine, den wir geschwächt haben. Ist ja auch neu am Rumfliegen. Oh, wer bist du denn? Ein Raider. Schrotpatrone, danke. Schon mal eine Patrone wieder bekommen von zweien, die ich gerade verballert habe. Soll ich da rein? Nee, lass mal. Ich noch mal hier umgehen. Da können wir mal da reingehen. So. Haben wir das Vieh schon getötet? Oder nicht? Ich glaube langsam doch. Okay, dann gehen wir da rein. Hier da rein? Ja. Okay, dann gehen wir hier rein. Meister, ach, komm hier weg. Ich bin Meister. Bams. Einer ist mal kaputt gegangen. So macht man das. Sagt euch, ich bin Meister. Ausgezeichnet. Jetzt bin ich irgendwie direkt beim Boss oder irgendwie so, ne? In diesem Gebäude. Legendäre Super Mega. Wie ich auch, nee. Weiß er, ist er Meyer Lock. Ich sollte vielleicht mal. Wo sind sie? Splittergranaten. Ich habe ganz schön viele Splittergranaten. Das hat wenig abgezogen. Ja, das hat wenig abgezogen. Nein, nicht das Schwert. Wow. Ja, frustriert. Jetzt wird's wieder schwierig. Langsam werd ich sauer. So, das Ding. Oh, warum immer so Giftschaden? Ehrlich. Hier wird voll auf den Nerven. Oh nein, da kommt so was. Myolog Tor ist klar, geht weg. Sehe ja aus, ich kämpfe gegen so ein Viech, ne? Na, komm mal her. Ich mach mal deinen Panzer kaputt. Na, nee, nicht nachladen. Na, ja, der macht Schaden. So, Myolog Jäger, halt, ne? So. Hat. Mach deine Kinder kaputt und du bist als nächstes dran. Na, schade. Wo ist ein anderes Viech?
Aber noch eins. Ja, für eine Stimme. Wer trifft mich denn? Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Aber wo ist der andere? Wie? Ich sehe ja noch ein rotes Teil. Dieser Ort hier ist noch nicht lange verlassen. Bin ich da unten reingefallen oder so? Meilerlocks, hätte ich doch lieber gerne einen Viecher gehabt. Oh, hi. Ja. Tabu-Tattoos. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Hoffentlich ist das. Muss ich mal machen irgendwann. So einen neuen Look. Jetzt sehe ich hier nichts Rotes mehr. Hi. Boah, ich tue doch nicht meine Munition verballern. Ja, hallo. So. Wo ist das hier? Rory's Terminal. Suchtnotizen. Was sehen wir, wie sich die Kolonie seit den ersten verwaisten Schnüpflingen entwickelt hat? Ja, super, der züchtet die Viecher. Fütterungsnotizen. Aber wir wissen gar nicht, was sie tun. Ich höre nicht genau, was der sagt. In der Aufnahme hört man natürlich klar und deutlich, aber. Aber ich verstehe nicht, was er sagt. Ich höre nicht. Weil ich habe meinen Fernseher ein bisschen leiser, damit man das ganze Echo nicht in der Aufnahme später hört. Deswegen höre ich sowas nicht manchmal. Weil man in der Aufnahme vielleicht klar und deutlich hört. So. Da kann ich gar nicht mehr. So, wo ist das andere Viech? Ich bin immer noch. Rot. Der war irgendwo hier als letztes. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Zigaretten, die alle noch verkaufen. Halt. So. Oh, Nuka Cola Quantum. Du bist eine Güte. Du bist aber nicht du. Hallo? Oh, das hätte wieder doch. Wäre das wäre oder das wäre so schön gewesen. Ja. Ja, mein Steampunk Fort fühlt sich wieder. Ich habe ja schon eine Zeitschrift gefunden. Ich kann was Besseres, glaube ich, hier nicht finden. Ne? Wenn wir nach der Logik gehen. Boah, das ist ein krasser Teppich. Hätte ich früher als Kind, glaube ich, so einen ähnlichen. Hier ist es so schrecklich still. Ja, komm, wir ändern das. Wir werden alles töten. Ja. Ho, ho, ho. Grandios. Schüssel? Ah, Schüssel, okay.
Nach der Schlüssel. Wie sollen wir kämpfen, wenn ich kaum die Hand vor Augen sehen kann? Ist aber echt nur am Rumzicken, ne? Heb mich den ganzen Müll auf, ich kann nichts sehen, oder? Wo sind die alle? Ja, die Kleinen hier. Hi, was geht? Rüstungswerkbomben. Weg da. Da jetzt sehe ich das. Da unten ist das Viech doch. Dann sehe ich das die ganze Zeit nicht. What's up, guys? Ja, da getroffen. So, habe ich ein paar Minen. Nö. Nee. Mehr. Oh mein Gott. Ehrlich? Lass mich durch, verdammt. Ja, natürlich gehst du auf mich los, Mann. Oh, wow. Bitch, please. Ja, zwei von den Viechern, ja. Natürlich. Legendäre, ja super. Sieht aus, als hätte ich da eine Chance. Boah, jetzt tut er sich da hinstellen, wo Kate ist. Auf gut geklappt. Probieren wir die mal. Obwohl, die macht so Explosionen schon. Ich glaube, damit treffe ich sie, ne? Lass mich mal kurz hier chillen, kurz. Okay, wenn ihr da rumbackt, kein Problem. Das haben sie gemerkt. Ja, da kann ich nicht stehen bleiben, da werde ich getroffen. Mal. Oder ab. Weiß ich aber nicht hochgreifen oder so, ne? Boah. Oh, Entschuldigung. Meine Güte, das ist schon wieder sehr nervig hier. Kann ich nur sehen, ja. Ich bin das intelligentere Wesen hier. Oh, meine ganze Munition hier. Gibt's doch nicht, ey. Wenn ich irgendwann mal so vergiften kann oder so. Chill oder noch ein bisschen Cave, ne? Ja, okay, da ist jetzt wieder ein bisschen abgelaufen. Oh mein Gott, das dauert so ewig, ne? Ja, ich weiß.
Na, Taken wieder. Das ist, das war ich doch auch schon, glaube ich. Kampfrüstung, linkes Bein. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Ah, du bist ja da oben, stimmt. Du die Klappe, Kate. Du warst ja die ganze Zeit tot am Rumliegen. Okay, wenn die so dumm genug sind, da unten zu laufen, gegen so schießende Gegner funktioniert das natürlich nicht. Ja, ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Ich war gerade so kehrt mal und gucken, was war da. Und dann fahre ich da runter, Mann. Mann! Oh, was ist das hier? Hier ist ein Bett. Bett. Warum? Obwohl, hier oben ist eigentlich sicher, ne? Ja, da kann man ja auch noch ganz nach oben, sehe ich gerade, auf dem Schiff. Aber was hat hier drin? Bisschen wenig. Nee. Obwohl, da unten, aber ich auch noch nicht. Na, wie komme ich da hoch? Gar nicht. Also, Murphys haben einfach ihren Platz noch nicht gefunden. Hier ist immer noch ein Gegner. Bah, die Geräusche. Aber wenn ihr nur so ein kleines Viech ist, kein Problem. Oh Gott. Ah, geh doch weg. Ich werde ganz bestimmt nicht bike, nachdem ich hier die ganzen Viecher erledigt habe. Ja, gegen das soll ich eine Chance haben, ehrlich. Au. Was ist denn da noch? Oh, der sieht mich mal da. Au. Nein, ich stecke fest jetzt. Ich schon wieder. Ist dich. Komm nicht raus. Mann. So ein Dreck. Habe ich jetzt überhaupt gespeichert? Nee, ne? Boah, wieso tue ich den anderen jetzt irgendwo verstecken? Boah, echt jetzt? Aha. Ich habe es natürlich nicht gespeichert, nachdem ich hier drin war, ne? Obwohl doch, natürlich. Ich habe ja geschlafen da. Sehr gut. Ja, das ist die Story des Spiels. Aber ehrlich, warum sind da immer noch so vier? Wenn meine Schüsse nass werden, suchst du mir ein neues Paar. Nein. Boah, wie viel die aushalten, ne? Also Mama. Ja, übrigens voll. Was ist das?
bringt's auch voll. Oh, okay, ehrlich. Ist echt. Aber vielleicht nicht so klug jetzt. Ne, weiß nicht. Was? Oh. Wow. So, hi. Was zum Teufel? Die fliegen die ganze Zeit durch die Gegend. Atommine, was? Ich auch zum ersten Mal. Mein Gott, die laufen immer vorbei. Jetzt auch keine Kronkorken mehr. Ne? Boah. Und der zweite jetzt her. Boah, lass mich da mal durch. Zum Teufel, natürlich da hinten. Oh nein, nicht gut. Einer. Oh, da ist der Typ. Wo sind die Viecher? Mein Gott. Nur ein Viecher, ey. Oh Gott. Bist euch. Ja, runtergefallen. Hallo? Ja, schon hatte ich wieder. Außen bin, ne? Ich kann echt nicht einschätzen. Aua, ey. Warte, frustert. Oh, wie schnell die Ballern. Oh, wie viel Magazin da drin ist. Oh, gleich die ganze Munition weg. Ups. Ah. Boah, der Part wird schon wieder ewig lang jetzt. So, fertig hier. Okay. So, jetzt gehen wir wieder runter. Die Schatztruhe da öffnen. Boah, ich. Wo bist euch? Das ist wie die Headcrabs aus Half-Life.
Ja, ich weiß, deine Stiefel sind sehr wichtig, aber lass jetzt erstmal. Er hat vergessen. Er hat sich nicht gelohnt, hat sich nicht gelohnt, okay. Gut. Wie gesagt, du hast irgendwas Geiles. Nein. Vor allem, wofür ist der Schlüssel? Keiner hat bekommen, was er verdient hat. Genau das liebe ich an diesem Job. Komm schon. War das etwa schon alles? Wofür war der Schlüssel jetzt? Mir das Meisterding in mir, was ich ganz am Anfang geöffnet habe. Hab keine Ahnung. Wir sind jedenfalls hier fertig. Hoffe ich. Und leck mich doch an. Ich gehe raus, habe keinen Bock mehr und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich alle. Ich bin zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.